Hallo zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Und ja, ich habe gerade schon versucht zu schlafen, allerdings geht es nicht wegen der Spinne da oben. Weil dann kommt die Nachricht, du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Und ja, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich diese Spinne irgendwie töten müssen. Hallo Spinne. Okay, das ging eigentlich. Mal gucken, ob es jetzt geht, weil die war eigentlich ziemlich weit weg. Oder ob das ein anderes Tier ist, was dabei stört. Nein, es war tatsächlich die Spinne, okay. So. Und die Folge werde ich weiter an dieser Idee bauen, hier hinten. Und ja, die Steine müssen erstmal weg, weil sie sind im Weg, so. Und dann geht's hier weiter runter. So. Ich will das jetzt einfach mal komplett raus. Ich kann ja dann immer noch eine Decke drüber ziehen. Weil ich weiß noch nicht genau, wie hoch ich die Treppe mache. So. So. Und da ist auch eine Höhle. Hier sind jetzt auf 64. Gut, dann geht es noch eine Stufe runter. Und zum Glück hatte ich mir letzte Folge nochmal die neue Spitzhacke gemacht. So. Und das will ich einfach mal mit Erde ein bisschen stopfen. So. Ist hier was Interessantes? Eine Sackgasse? Und ja, eine Sackgasse ist jetzt nicht so interessant, dass man sie erforschen muss. So. Also die Ebene wird es dann sein. So. So. Habe ich noch von diesem Stein? Nein, habe ich nicht. Hier? Auch nicht. Das heißt, ich muss einfach nochmal ein bisschen was warten. Und ja, ich habe keine Kohle mehr. Da hätte ich noch. Das heißt, ich hole jetzt erstmal, habe ich eine Axt? Nein, die muss ich mir machen. Weil dann hole ich ein bisschen Holz und dann schmelze ich die, oder halt brate ich die Steine in diesem Holz. Ja, halt einfach, damit ich was habe, weil ich habe keine Kohle mehr. So. So. Und dann müsste ich irgendwann mich auch mal auf die Suche nach Bambus begeben, damit ich dann sozusagen eine unendliche Quelle habe. Also an Brennmaterialien. Den komplett? Nein, den habe ich vergessen. So. Ich denke, das reicht dann auch erstmal an Holz, weil dann holze ich jetzt nicht alles ab. Sondern guck mal, dass ich ein paar Setzlinge bekomme und die pflanze ich dann direkt an wieder. Hierhin kommt dann einer. Hierhin und geh mal da weg, Schaf. Hierhin. Nein, hierhin. So. Und hier drüben. Weil dann habe ich jetzt 19 Hölzer und das müsste erstmal reichen für die Steine, die da runtergehen. So. Was drin? Hier. Dann kann ich jetzt die schon mal nehmen und in Stufen verwandeln und kann schon mal eine Treppe bauen. So. Ah ja, die hier müssen jeweils nochmal weg. So. Da unten kann ich Erde reinstopfen. Und in dem kleinen Hohlraum spawnt ja eh nichts. So. Ja, und dann brauche ich noch mehr davon. Aber im Grunde geht es dann halt da so runter. Und hier drüben dann ums Eck. Und runter ist dann halt eine große Höhle.
So. Vielleicht nehme ich dieses Teil echt mal mit und stelle es doch wieder vorne hin. Weil es nervt, die ganze Zeit nach da hinten laufen zu müssen. Und ich habe ja hier noch einen Platz frei. So. Nein, nicht dahin. Hier hin. Gut. Also hier sind wir jetzt auf 63, das heißt, das hier muss noch weg und dann gibt es hier eine Platte. So. Ja, und dann hier noch hin und dann hat man so ein Dreierfeld, wo quasi die Treppe anfängt oder halt abschließt, wenn man von oben runter guckt. Hier kommen dann wieder diese Steine hin, also diese Treppen. So. Dann ist alles in dem gleichen Stil. Und hier rein kommen noch diese kompletten. So. Weil dann ist jetzt so ähnlich. Hier ist derselbe Torbogen, hier und hier. Und hier, naja. Es ist halt, keine Ahnung. So. Und ich würde sagen, hier mache ich das dann. Ich so, dass immer vier drüber sind. Was mache ich am besten? Also vom kompletten Block ausgehend am besten. Und dann 1, 2, 3, 4. Und ja, dann kommen vielleicht so Stufen auch. Dann ist so ein bisschen Gewölbe ähnlich. Könnte ich mal ausprobieren. So. Also quasi, dass hier eine Schicht kommt. So. Und dann kommen da innen rein solche Treppen wieder. So. Kann gleich mal ein bisschen mehr machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut aussehen wird, aber ich probiere es jetzt halt einfach mal aus, weil ich habe gerade die Idee dazu. So. Es geht eigentlich. Ja, doch ja. Es wären ja dann so Doppelte auch. Ich glaube, ich mache mir jetzt hier mal so eine kleine Treppe noch rein, damit ich dann irgendwie da runterkomme. So. Ja, also hier kommt es dann nochmal hin. Ja, andersrum eigentlich, aber ja. So. Und da dran kommt dann die nächste Schicht. So. Nein, nicht mit der Schaufel. So. Na, toll, ist oben gelandet. So, hier dran. Und hier kommt dann die nächste Schicht dran. So. Wie sieht es denn aus? Es geht eigentlich. Es geht dann halt so runter. Und hier in die Mitte können wir jeweils dann noch ein Glas reinmachen. Wird so ein bisschen beleuchtet. Also hier kommt nochmal eins dran und dann geht eins runter. So. Dann hier. Ja, okay, dann sind die Steine zu Ende. So. An den Seiten. Da bin ich am überlegen, ob ich da wirklich diese Steine auch nehme. Oder vielleicht doch was anderes. Also hier auf jeden Fall noch, weil das gehört hier noch zu diesem Gebilde. Und hierhin mache ich vielleicht auch noch irgendwie Treppen. Dann kann man hier vielleicht noch raufgehen. Und ja, mal schauen. Ja. Also als erstes brauche ich jetzt mal noch ein paar Stufen. Also diese Steinstufen. Und dafür habe ich ja noch gebraten Stein. So.
Was soll ich noch? Ah, nee. Hier, doch, ich muss erstmal Ziegel machen. Und dann kann ich die schneiden. So. Mach mal 8 Stück. Gucken, ob das reicht. So. Nein, andersrum. So. Und von der Optik geht es eigentlich ganz gut. Dann mache ich vielleicht in jedes zweite eins rein oder in jedes erste. Aber nee, wenn ich oben drüber dann noch was drüber mache, dann sieht man das ja gar nicht. Also quasi da ist dann ein Glasblock und drüber ist nochmal ein Stein. Das bringt dann eigentlich gar nichts. Ja, also hier kommt nochmal, ja, nicht so, also hier kommt nochmal sowas hin und hier. Und ja, dann ist man eigentlich schon unten und oben müsste es dann auch abgeschlossen sein eigentlich. So. Treppen. Hier drüber kommt es ja jetzt auch noch mal weg. So. So. Und ja, ich glaube, ich mache hier einfach ein Dreier, weil hier drüber sind ja auch 3 Stück und ja, dann passt es auch. Weil hier ist jetzt dann zu Ende und dann geht es hier in die Richtung rein. So. Brauche ich dich dann auch noch mal 2. So. Und die hier müssen noch weg. So. So. Und so, dann ist jetzt schon mal ein Dach drüber. Habe ich noch Fackeln? Ja, ich habe noch Fackeln. Dann kann ich hier gleich schon mal ein paar Fackeln hinsetzen, damit nichts spawnt. Und ja, eigentlich sieht es ganz gut aus von diesem Gang oder ja, Gewölbe. Und hier drumherum kann ich ja vielleicht das erweitern noch. Also dass quasi hier was Neues beginnt. So. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall war es das jetzt auch wieder mit der Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung oder Kommentare da lassen, wenn ihr Lust dazu habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.